Hör mit dem Rumgehopse auf. 7% der Unfälle in der Kindheit haben mit Herumspringen zu tun. Aber wenn ich mal Astronaut werden will... Du wirst kein Astronaut werden. Du kannst werden, was du willst, Pfirsichhase. Oh. Achtung, Streuner. Was? Nicht hinsehen. Da vorne ist so eine Art Bär, der will uns wahrscheinlich nur irgendwas andrehen. Guten Abend. Nein, danke. Oh je. Ich muss irgendwas falsch machen. Ein einsamer kleiner Bär sucht Anschluss. Und er spricht mit der Stimme von Elias Mbarek. Hallo, du. Mary. Oh, hallo. Sag mal, solltest du nicht besser zu Hause sein? Oh ja, das sollte ich. Aber irgendwie bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen, wie ich eins finde. Ich wusste gar nicht, dass Bären sprechen können. Oh, ich bin ein seltener Bär. Es gibt nicht mehr viele von uns. Wie bereitet man sich darauf vor? Braucht man da Method Acting? Muss man sich seine Körperbehaarung wachsen lassen? Nee, Gott sei Dank gar nicht. Man geht einfach ins Studio und setzt sich da drauf im Fachjargon. Also der Film ist so bezaubernd, einzigartig und so perfekt schon, dass man da echt nur so einen ganz kleinen Beitrag leistet, indem man seine Stimme beisteuert und ansonsten eigentlich nicht viel Arbeit hat. Wie ist dein Name? Hm? Haben Bären überhaupt Namen? Hm? Aber natürlich. Mein Name ist... Ich bitte um Verzeihung. Ach so. Na los, versuchen Sie es. Mr. Brown, das war ausgesprochen unhöflich. Möchtest du einen in unserer Sprache? In Ihrer Sprache? Paddington. 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 Paddington? Oh, Entschuldigung. Gefällt mir. Dieser Paddington, wie würdest du ihn beschreiben? Ich glaube, um ihn in drei Worten zu charakterisieren, höflich, liebenswert, tollpatschig. Warten Sie auf mich. Kommt ihn jemand abholen? Die waren schon alle weg. Wir nehmen ihn erstmal mit zu uns. Auf keinen Fall. Jonathan, bleib, wo du bist. Er ist voll peinlich. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Natürlich können wir das. Wir sind nicht für ihn verantwortlich. Ein junger Bär, der unsere Hilfe braucht, Henry. Wo ist dieser? Nur für eine Nacht. Nur bis wir die richtigen Leute gefunden haben, die sich um ihn kümmern. Es ist ja alles so wunderbar altmodisch und ausgesprochen britisch. Wie rettet man sowas in die deutsche Version? Anders. Also man kann dieses Englische tatsächlich nicht wirklich übersetzen. Bei uns gibt es ja keine wirkliche kein Höflichkeitsslang oder so. In dem Sinne haben wir einfach nur versucht, Paddington wirklich sehr, sehr, sehr liebenswert und höflich klingen zu lassen, ohne das wirklich auszustellen. Der Bär, das haben ja die Effektkünstler, die bei Harry Potter zum Beispiel gearbeitet haben, gemacht. Es sieht ja unglaublich echt aus. Ja, ich war selber immer wieder erstaunt oder habe teilweise wirklich total vergessen, dass dieser Bär ja eigentlich gar nicht echt ist, sondern dass es eine animierte Figur ist. Und das ist unglaublich, was da technisch mittlerweile möglich ist. Also das ist auch das Schöne daran, dass man das total abschaltet und man guckt den Film und genauso wie die Menschen im Film den Bär als echte Figur annehmen und auch gar nicht drüber wundern, dass der Bär zum Beispiel sprechen kann. Genauso geht einem das als Zuschauer. Diese Kreatur bedeutet mir sehr viel. Ist es eine gefährdete Art? Jetzt schon. Die pelzige Bedrohung ist allein zu Hause. Ich werde dich ausstopfen, Bär. Verzeihen Sie, wie bitte? Ich muss jetzt mal ein bisschen in die biologische Ecke gehen. Und zwar, sehr gerne. Ich habe nachgeguckt, kommt ja aus Peru, der Paddington. Ja. Angeblich kommen aus Peru nur Brillenbären. Ist Aha. das ein Brillenbär? Wussten Sie, dass man zum Beispiel die Leber von einem Polarbär nicht essen darf? Weil man sonst stirbt. Hat zu viel Vitamin A. Kommt man irgendwann mal in die Situation, eine Polarbärenleber zu essen? Nee, aber es ist so. Und Koalabären gehören nicht zur Gattung der Bären. Das stimmt. Und dann reicht's, also da hört es schon wieder auf mit meinem Fachwissen. Also mehr weiß ich nicht von Bären. Hm.
Aber so grundsätzlich, was hast du für ein Verhältnis zu Ben? Was hältst du von den Viechern? Generell jetzt? Es kommt darauf an, wie groß sie sind. Also ich glaube, Paddington hat noch so die richtige Größe. Also die nicht angsteinflößende Größe. Ich glaube, wenn so ein 2 Meter Braunbär vor einem steht, der ist dann nicht mehr so höflich wie Paddington. Siehst du nicht die Gefahr, dass jetzt viele kleine Kinder das große Bedürfnis haben, so einen Bär aus dem Zoo mitzunehmen und man kann mit dem zusammenleben? Ja, aber die meisten Bären aus dem Zoo sind ja nicht so höflich und die können auch nicht sprechen. Na, ist ja eine Erziehungsfrage. Dafür hat man ja auch Eltern, die sich dann vielleicht drum kümmern könnten. Ja, also ich bin da generell per se natürlich dafür. Also wenn jemand einen Bär haben möchte zu Hause, ich begrüße das. Ich bin gespannt auf die ersten Zeitungsmeldungen. Paddington! Was ist denn da los? Nichts. Ich habe nur ein klitzekleines Problem mit den Örtlichkeiten. Ich habe nur ein klitzekleines Problem mit den Örtlichkeiten.